Moin, moin zusammen zu einem kleinen neuen Preview von Surviving Mars, ja. Wir werden gleich auf dem Mars landen. Das ist noch ein Preview, weil das ist noch die aktuelle Beta-Version. Das Spiel erscheint erst am, wenn ich richtig liege, 15. oder 16. März diesen Jahres. Also ich glaube, der 15. ist es. Und ich habe hier Zugang zur Preview bekommen, dafür noch einmal danke. Dafür, ja, und Briefe deshalb, weil es ist noch Beta, ne? Da können sich noch Sachen ändern. Und wir spielen bis zum Release und schauen dann mal, wenn beim Release noch einige Sachen dazukommen, starten wir ein richtiges Let's Play neu und bis dahin machen wir Preview. Dies ist kein, wenn man so will, Survival-Game, also wir stürzen nicht ab auf dem Mars, ja, und müssen dann zusehen, dass wir wieder heimkommen. Nein, wir kolonisieren den Mars und bereiten den Mars auf die Menschen vor. Deswegen, wenn wir jetzt da gleich starten, da gibt's am Anfang ein bisschen was auszuwählen, das zeige ich euch, dann wird man sehen, dass überhaupt keine Menschen mit einer Rakete sind, sondern nur unsere kleinen Drohnen. Wir bereiten erstmal vor, dass die ersten Menschen kommen können. Dann sehen wir weiter. Ja, ein richtiges Story etc. hat dieses Spiel nicht, das hat aber solche kleinen Milestones, nennt sich das, die kann man erfüllen. Ist ganz gut gemacht. Und dazu habt mehr im Laufe des Spiels jetzt der Preview-Version für einige Folgen bis zum 15. März. Und ja, schauen wir mal rein. Ich habe ein bisschen mal schon reingeschaut, auch wegen der Aufnahmetesten. Wir spielen aber, damit man ein bisschen was sieht vom Spiel, nicht auf einem schweren Modus, weil ich weiß nicht, was später noch passiert. Ne? Ich weiß es jetzt von dem normalen Modus in 2-3 Stunden Spielzeit, was kommt und was man auch falsch machen kann. Und wie das im schweren Modus ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht dann mit der Release-Version werden wir in den schweren Modus steigen. Jetzt aber, damit ihr ein bisschen was seht, um was es hier geht, starten wir nicht leichtes Spiel mit dem normalen Modus. Das stellen wir jetzt gleich ein, das zeige ich euch. Neues Spiel. So, da sind wir. Als erstes, also wie gesagt, wir sollen unsere schöne Mutter Erde zum Mars. Das ist nicht ganz billig, das braucht Ressourcen und Co. Und dann schauen wir doch erstmal, wer uns da sponsern will. Das hier ist die Einstellung und dann auch die nächste Seite, wenn ich auch weitergeklickt habe, des Schwierigkeitsgrades. Man kann also sehr viel einstellen, wie schwer hätten es denn gern so in der Art. Und da schauen wir jetzt hier mal rein. So, der Missionssponsor, das ist das Leichteste, was überhaupt geht. Hier, internationale Mars-Mission. Anfangsraketen, und zwar am Anfang, wir entscheiden uns dann, was wir mit hochnehmen, was wir noch da lassen müssen, nutzt das. Wir holen uns das, was wir brauchen, ehe wir es mal Mars vor Ort vor Ort herstellen können, abbauen können. Tun wir das in Anführungsstrichen bestellen. Und dann wird uns das Material von der Erde hochgeschossen. Oder wir tun unsere Rakete zurückschicken mit Material, was wir verkaufen können, um so Geld zu machen. Ne? Edelmetalle und Sachen, die wir bestellt haben, die werden uns dann hochgeschickt. Deswegen hier zum Beispiel Anfangsraketen 4. Ne? Sonst müssen wir was bauen. Schwierigkeitsgrad sehr leicht, das ist ja Geldmittel. Unmenschlich viel ist es. Und die Forschung pro Soll, man kann also dann da... kann ich mit der Maus? Nee, kann ich nicht rüber. Forschung ist wichtig und Forschung kostet sogenannte Forschungspunkte. Ich glaube, die kleinste Forschung kostet 1000 Punkte und wir kriegen hier 300 pro Soll. Dann weiß man, also es dauert 3 Tage und ein bisschen. Ne? Anfangsbewerber, das sind Personen, die wir dann von der Erde kommen lassen können. Sonst müssen wir auf Bewerber warten. Am Anfang haben wir aber keine Leute da oben, die brauchen wir am Anfang auch nicht. Hohe Raketennutzer, das ist klar, Kolonisten bekommen nie Heimweh. Ich hatte es in meinem angespielt, was ich privat gemacht habe, um erstmal reinzuschauen, hatte ich das auch nicht. Ich weiß nicht, die Auswirkung kenne ich nicht. Lassen wir halt mal weg. Nahrungsvorrat für Passagierraketen, uninteressant, weil am Anfang haben wir keine Passagiere. Und Raketen stellen Treibstoff her, das ist natürlich richtig easy going, weil wir müssen die Rakete sonst auftanken. Die kommt da oben an, ist leer. Wieso Benzin? So, da war gerade eine kleine Unterbrechung. Also, schauen wir doch mal nach. Raketen stellen Treibstoff selber her, also das ist ja wirklich easy going, das ist dann ganz schwach, ne? Von der USA, seht ihr, haben wir nur noch 3 Raketen, Schwierigkeit auch leicht, weniger Geld, weil das kostet Geld, 300 Soll, aber immer noch, Anfangsserver nur noch 100. Hohe Raketennutzlast, regelmäßig zusätzliche Geldmittel, naja. Dann haben wir hier, Schwierigkeit hat leicht, Geldmittel, okay, Soll, aber nur noch 100, nicht 300. Die Geldmittel können zusätzlich Bewerber gekauft werden. Haben die anderen nicht, zusätzliche Raketen sind wesentlich billiger, Sonden können tieffliegende Edelmetallvorkommen entdecken. Das ist nicht unwichtig, weil die Edelmetallvorkommen, damit machen wir unser Geld. Ja, so, Edelmetallvorkommen entdeckt. Bonustechnologie, Metallextraktion aus der Tiefe. Und das ist ein Riesenvorteil. Das geht nämlich am Anfang überhaupt nicht und das müssen wir erforschen. Und das ist, glaube ich, im Forschungsbaum sehr weit hinten. Aber genaues weiß ich jetzt nicht.
wir müssen mal gucken, wo das ist, weil der Forschungsbank ist verdeckt. Man weiß nicht genau, wo was ist. Nur, was man am Anfang bekommt, wie jetzt zum Beispiel Metallextraktion aus der Tiefe, das sieht man, wo es ist. Wahrscheinlich gibt es auch im Internet schon aufgedeckte Forschungsbäume oder sowas, dass es keine Geheimnis mehr ist. Aber das ist nicht schlecht, ne? Weil die Edelmetalle sind in der Regel in der Tiefe. Und also am Anfang nicht abbaubar. Dann haben wir hier China. Passagierraketen bieten Platz für 10 weitere Kolonisten. Bewerber werden doppelt so schnell regeneriert. Ja, okay. Uninteressant am Anfang. Ne? Keine Leute. Alle Gebäude kosten 20% weniger. Bonustechnologie. Low-G-Technik schaltet mittlere Kuppel frei. Was heißt mittlere Kuppel? Eine Kuppel wird benötigt, um Edelmetalle aus der Tiefe abzubauen. Ist eine Kuppel nicht in der Nähe, kann man es nicht abbauen. Eine Kuppel kann man am Anfang nicht bauen, weil da bestimmte Teile gebraucht werden, die man noch nicht hat. So, was haben wir hier? Europa? Europa First oder sowas? Nur noch 6 Milliarden sind das. 6.000 Millionen, 6 Milliarden. Aber Forschung 400, wo es soll. Anfangsfolge 100. 5 zusätzliche Anfangstechnologie, nicht schlecht. Zusätzliche Geldmittel, wenn Technologien erforscht werden. Doppelte Geldmittel, wenn es sich um eine bahnbrechende Technologie handelt. Und dann haben wir hier... Drohnen-Hubs starten mit zusätzlichen Drohnen. Am Anfang, glaube ich, haben wir 6 Stück, wenn man das hier wählt. Das finde ich nämlich nicht schlecht und ich bin nämlich auch dafür. Dann haben wir hier Kirche der neuen Arche. Die Kolonisten haben Eigenschaft gläubig. Ich habe keinerlei Ahnung, was das für Auswirkungen haben wird. Doppelte Geburtenrate. Ist die normale Geburtenrate so niedrig, dass wir sie brauchen? Ich weiß es nicht, weil so weit noch nicht gespielt. Dann hier Russland. Schwierigkeit schwer, nur 5 Milliarden. Bonusrechtliche betankte... Betankte Extrahoren. Das Upgrade betankte Extraktoren ist kostenlos. Ich habe keine Ahnung, was kostet. Die vorgefertigten Treibstoffraffinerien kosten um 50% weniger. Raketen sind länger unterwegs. Nachteil. Wir machen hier die Blue Sun Corporation, weil ich will diese Bonustechnologie Metallextraktion aus der Tiefe haben. Das ist also unser Sponsor. Dann Kommandantenprofil. Raketenwissenschaftler. Hier seht ihr auch. Drohnen werden ständig optimiert, damit sie bis zu Sol 100 schneller arbeiten. Das sind also 100 Tage. Bonustechnologien, automatisierte Hubs. Was sind automatisierte Hubs? Drohnenhubs benötigen keinen Strom und keine Wartung mehr. Okay, das ist natürlich nicht so schlecht. Oligarch. Treibstoffproduktion 25% erhöht. Das heißt, wir kriegen die Rakete schneller wieder zurück. Bonustechnologie. Arkologie. Schaltet eine Wohnspitze frei. Schaltet eine Wohnspitze frei. Keine Ahnung. Kuppeln verbrauchen 25% weniger Wasser, ist nicht schlecht. Wasser brauchen wir und es ist auf der Mars ein bisschen tricky, ne? Bonustechnologie, Wasserrückgewinnung. Nicht schlecht. Herr Doktor, Bonustechnologie, Stammzellenrekonstruktion, Kolonisten leben länger. Tja, auch das, keine Ahnung, wir sollen es uns ja nicht so schwierig machen. Bis zum Release, lassen wir weg. Der Psychologe, Verhaltensformung, das ist auch für Menschen, die haben wir am Anfang nicht. Der Politiker, marsianische Patente, eine wiederholbare Technologie, für die du Geldmittel bekommst. Naja, okay. Der Futurist. Automatisierte Sensoren. Sensorentürme benötigen keinen Strom und keine Wartung. Das ist ja nicht schlecht. Am Anfang haben wir nämlich wenig Strom. Weil das Windrad braucht Maschinenteile und die können wir oben nicht herstellen am Anfang. Die müssen wir einfliegen lassen. Und die Sonnenkollektoren, die machen nachts keinen Strom, nee. Bonustechnologie, hängende Gärten. Schaltet die eine Spitze frei, die die Wohnorte in der Kuppel verbessert. Ach so. Astrologie. So, und da haben wir solche Bonustechnologie Tiefenscanner. Ermöglicht es, Sektoren nach Tiefenvorkommen zu scannen. Nicht schlecht. Und der Raketenwissenschaftler Bonustechnologie CO2-Düsenantrieb. Zufällig, warum nicht? Wir machen eigentlich das hier. Extraktorproduktion CO2 erhöht Bonustechnologie Tiefenscan. Weil wir wollen ja hier Edelmetalle unten holen. So, Kolonie-Logo. Mars Express? Nö. Und wie sieht das ja aus wie ein Wald? Finaler Countdown? Nein. Gelassenheit? Praxisorientiert? Mhm. Neugier? Okay. Wer darf nicht fehlen? Familienwerte? Nee, das finde ich überhaupt ein Paradox. Das ist, die Paradox-Studios, Rosenkohl, Bioroboter, Don't Panic. Don't Panic natürlich. So, und das Geheimnis, das sind dann hier so in der Art, zufällig wählt ein zufälliges Geheimnis aus, vorzugsweise eines, das du noch nicht kennst. Nichts. Und dann zum Beispiel, die Macht der drei Wissenschaftler nichts weiter als die Untersuchung eines Wunders, das wir niemals erklären können. Und Kunst ist die Interpretation dieses Wunders. Man weiß nicht, was es ist. Das findet man dann da, kann man mit einer Drohne-Roboter aufdecken. Und deswegen machen wir hier zufällig am Anfang. So, da haben wir jetzt hier Anfangsraketen nur 2, Schwierigkeitsgrad leicht, 70%. Das ist der Schwierigkeitsgrad 10 Milliarden.
100 Soll kann man aber gut am Anfang noch pushen. Also bei 100 Soll, 100 Forschungspunkte je Soll wird es nicht bleiben. Anfangsbewerber brauchen wir überhaupt nicht am Anfang. Keine Menschen da. So, mal sehen, wie lange das dauert, bis wir hier anfangen zu spielen, ja. Also, das ist der Name unseres ersten Shuttles. Können wir umbenennen, wenn ich hier draufklicke. Aktuell haben wir 0 Kilogramm noch verfügbar, weil in unserem Shuttle sind drin 2 Fertigbauten zum, im Wert von 350 Millionen, das dann da sind. Ein Drohnenhub. Was sind da noch? Und die Treibstoffraffinerie, die ist ja jetzt nicht unwichtig. Die braucht aber Wasser und Beton, wenn mich nicht alles täuscht. Wir könnten jetzt noch mitnehmen, wenn wir was anderes abwählen, weil es geht nicht mehr. Feuchtigkeitsvaporator. Erzeugt Wasser aus der Atmosphäre? Nein, brauchen wir nicht. Der Schrödinger-Generator erzeugt Strom. Ist der Generator verschlossen, ist er zwar vom Staub geschützt, erzeugt jedoch wenig Strom. Jo, unsere Sonnenkollektoren, wenn da der Staubteufel kommt, sind sie dreckig, machen gar keinen Strom. Maschinenteilefabrik, das sind ja die, die mir am Anfang dann teuer einfliegen und stellt Maschinenteile aus Metallen her. Nicht schlecht. Wiegt 10 Tonnen, kostet 400 Millionen. Ja. Elektronikfabrik, Polymerfabrik, das sind alles Sachen, die holen wir uns später. Brauchen wir den Drohnenhub am Anfang? Kontrolliert Drohnen und teilt ihnen unterschiedliche Aufgaben? Ich sag ja, und die Treibstofffabrik brauchen wir sowieso. So, dann haben wir hier der ferngesteuerte Rover, den brauchen wir nicht, den können wir später holen. Der ferngesteuerte Erkunder, der ist eigentlich wichtig, den holen wir uns aber auch später. Der ferngesteuerte Transporter, ja, mit Drohnen hat er 6 an Bord, Beton nicht, Metalle nicht, Nahrung brauchen wir sowieso nicht. Polymere 10, Maschinenteile, die sind für Wartung, mechanische oder elektronische Teile sind für Wartung. Wartungsarbeiten, unter anderem werden die benutzt von unseren Teilen. Wir lassen alles so, wie es ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir klicken auf Weiter und suchen uns jetzt einen Landplatz aus. Huch. Warte mal, ich konnte dich doch irgendwie drehen, genauso. Das hier, ich kann hier alles Mögliche wählen. Das sind vorgeschlagene Landeplätze. Wenn ich jetzt hier gucke, dann haben wir hier relativ flach. Das heißt, man kann viel bauen. Da gibt es viel Metalle, gibt es auch Wasser. Staubdeutel, gar nicht mal so viele. Staubstürme auch nicht. Meteoriten, Kältewellen, ja okay. Der klingt schon gar nicht schlecht, ne? Vor allen Dingen Wasser. Was haben wir hier? Ein bisschen weniger Metalle. Was haben wir hier? Ich muss immer... Wir sind hier so lange rum. Da gibt es natürlich viel Wasser, aber auch Staubteufel. Ich meine, den finde ich jetzt nicht schlecht. Komm, den nehmen wir mal. Und starten. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen was erleben. So. Starten hier ein bisschen rum. Na komm schon. Und jetzt zeige ich euch dann die Map. Das ist also nicht alles konzentriert auf einem kleinen Abschnitt oder sowas. Ich zeige euch das mal. Welcome to Mars. Ja. Die Einsatzleitung kann es kaum erwarten, dass die Rakete landet und ihr wertvolle Fracht auslädt. Da sind wir gleich unterwegs, dann müssen wir noch einen Landepunkt dann direkt suchen. Die Drohnen und Rover unserer ferngesteuerten Augen und Hände auf dem roten Planeten sind, natürlich. Unser Ziel ist es, für die Menschheit Fuß zu fassen, indem wir die erste Marskuppel errichten. Diese beängstigende Bestreben wird es mutigen Pionieren, den Gründern ermöglichen, sich auf dem Mars anzusiedeln und zu beweisen, dass die Kolonie eine Zukunft hat. Aber bis es soweit ist, müssen wir dafür sorgen, dass die Kolonie genügend Bauressourcen, Wasser, Sauerstoff und Strom hat. Missionssponsor Blue Sun Corporation, Kommandantenprofil Astrologie. Also, wenn man so will, es ist eigentlich eine Art Aufbauspiel, es ist kein Survival-Spiel. So, jetzt passt mal auf. Das hier alles können wir bebauen. Alles. Jetzt haben wir hier schon was aufgedeckt, das gehen wir weg da oben. Da. Ne? Sektor 7, das ist wahrscheinlich das, was uns da ausgewählt wurde. Wir haben jetzt hier noch 8 Orbitsonden zur Auswahl, also wenn die weg sind, sind sie weg. Da könnten wir das Gebiet... Geh mal weg. Nebendran noch mal scannen. Warte mal, was sagt denn das Ding überhaupt? Mit Rechtsklick in der Überwasserfeld. Folgendes zu finden. Metalle... Da ist eigentlich nur Beton und Metall. Hier... Metalle, Polymer, Edelmetall. Dafür brauchen wir diesen komischen. Das ist so eine Anomalie. Ja. Aber Wasser. Wasser. Leute. Scannt mir das mal. Also, hier. Das ist. Bebaubares Gebiet. 6899. Aber da ist Wasser. Richtig, genau auf der Grenze. Mach mir das auch mal wieder. Anomaly found. Ja, da ist noch eine Anomalie. Dafür brauchen wir... Okay, dann hier noch bitte. Was bist denn du? Metalle unterirdisch. Da brauchen wir dann einen Dom. Das ist Hügel, da können wir nicht viel bauen. Ich lasse das jetzt mal so.
Und jetzt suchen wir uns ihn hier aus. Jetzt passt auf. Der ist übrigens, das ist nicht fest. Also ich habe mal irgendein anderes Spiel gespielt, dass also das ist die Rakete, die wir wegschicken, die uns auch was holen soll. Ne? Das kann ich übrigens aktuell nicht weiter raussuchen, das geht aber gleich. Wenn die wiederkommt, kann ich jedes Mal aussuchen, wo die landet. Die muss jetzt nicht hier, wenn ich jetzt das hier aussuche, die muss nicht immer da landen. Ja. Das ist auf der Oberfläche Metalle, die kann man ganz easy abbauen. Hm, da liegt sogar viel rum. Okay. Lass doch mal hier. Komm, wir gehen mal mit der. Lass sie mal da, komm. So, zack. Da landen wir jetzt mal. Lass wir erstmal mal landen, dann machen wir mal Stopp dann. So, da sind wir. Da kommen gleich unsere Roboter. Nicht Roboter, Drohnen sind es ja. Drohnen. Ah. Sektor F7 gescannt. Ja, sind heute Meilenstein auf dem Mars Wasser gefunden. Wir haben auf dem Mars Wasser gefunden. Das kann ich übrigens nicht hier. Ich muss mal gerade wegmachen. So und so, damit das da oben weggeht. Permanente Gebäude werden mit Drohnen errichtet. Das ist alles klar. So, da sind sie. Kollegas, hier, da. Vergesst nicht, das ist alles noch Beta. Ne? Das ist alles noch Beta. Jetzt könnt ihr mal gucken, immer mal Pause. So. Eine automatisierte Einheit, mit der von einem Drohnenhub, eine Rakete oder einem ferngesteuerten Rover gesteuert wird, sammelt Ressourcen, errichtet Gebäude und führt Wartungen durch. So. Die sind jetzt im Umkreis von hier. Wir haben nämlich, das ist kein Drohnen, das ist ein Transporter. Der kann irgendwas abbauen und von A nach B bringen. Ja, Fahrzeugbefehle brauchen wir jetzt nicht. Das ist unterirdisch. Unterirdisches Vorkommen in Metalle, das geht jetzt aktuell nicht. Verfügbare Ressourcen. Das hier ist, was bist du? Unterirdisches Edelmoment. Das ist alles unterirdisch. Also da ist eigentlich der Vorteil, der Dom, der hat ein großes Einzugsgebiet. Da können wir den hier irgendwo hinsetzen. Das ist was. Beton. Beton brauchen wir für Sprit. Aus diesem Grund fangen wir jetzt mal an. Ich mache nochmal die Pause. Wir haben unten... komm hier schon. Nein, ich brauche mal nicht. Nein, ich will... Ja, ich will nicht fahren. Bleib mal da und machen wir die Pause weg. So. Sagen wir hier. Komm mal, stopp. Stopp. So. Dann schauen wir hier mal rein. Das ist jetzt hier... Was können wir bauen? Am Anfang, also wenn wir was erforscht haben, dann kann diese Gebäude natürlich auch noch größer werden. Wir haben jetzt einmal hier in dieser Rubrik den Drohnenhub, da haben wir einen mitgebracht, deswegen steht da eine 1. Eine Aufladestation, ein Sensorturm, Tunnel, ausschlachten, heißt eigentlich zerlegen. Dann ist er aber auch weg. Ja, wenn man das nicht braucht, ich habe nämlich am allerersten Mal aus Versehen bei so einem Rover auf Ausschlachten gedrückt und ja, da hat er sich seine Einzelteile aufgelegt. Wir haben einmal den Solarkollektor, das ist der kleine, das ist der große. Das Windrad macht das 24 Stunden in der Regel, also auch nachts. Die machen natürlich nachts nichts, ne? Stromakkumulator sammelt. Stromleitung, geht nichts über Stromleitung, ne? Ohne Strom geht nichts. Müssen wir immer die Gebäude verbinden. Der Betonextraktor, den geben wir auch gleich mal in Auftrag. Da seht ihr, kosten 6 Metalle. Ja. Diese Ressourcenübersicht steht ja noch überall auf 0. Warte mal, der hat hier Kosten 6 ja, Metalle und 2 Maschinenteile, verbraucht 5 Energie und Wartung 1 Maschinenteil, Standardproduktion 20 Beton. Ja, dann haben wir hier Metallextraktor, seht ihr auch die Kosten, und aber Arbeiter. Ergo können wir nicht benutzen. Edelmetallextraktor, Arbeiter, deswegen brauchen wir diesen Dom da. Polymerfabrik. Für dieses Gebäude brauchst du Fertigbauteile, nutze eine Nachschubrakete, aktuell geht's nicht. Ja, Elektronikfabrik, Maschinenfabrik, ihr seht es ja, Treibstoffraffinerie, die brauchen wir aber. Die setzen wir auch mal hier nicht so weit weg. Die muss auch mit... Wo war das Wasser? Ja, Schiete. Weil das Wasser, die braucht Wasser. Und das Wasser wird mit Rohren verbunden. Da haben wir nicht aufgepasst. Wir setzen die mal hier hin. Zu weit von einem funktionierenden Drohnenkommandanten entfernt. Danke. Da kann man nämlich auch den Wasserextraktor da nicht dann hinsetzen, richtig? Das war natürlich wieder ein Satz mit X. Lass mich das mal weiter gucken hier. Was haben wir noch? Ja, die Treibstoffraffinerie. Wo setzen wir die denn mal hin? Ja, lass mal die mal hier da hinsetzen. Könnten wir aber auch mal drehen. Oh. Komm mal her, du. Ich hatte dich ja eben. Ach, der. Das ist der Rohranschluss, der da gezeigt wird. Dann gehen wir hier näher ran. Ja, die setzen wir da hin, also die Planung. Wir brauchen aber am Anfang, ohne Strom geht gar nichts. Machen wir die größeren? Ne, machen wir die kleineren.
1, 2, 3 sollen die bauen. Da seht ihr schon, da rennen sie schon los, hab gar keine Pause gemacht. Und wir können Prioritäten vergeben. Du machst jetzt eine Priorität von 3, 2, 2 und dich brauchen wir erstmal nicht. Du brauchst eine Priorität von 1. Das hier sind Metalle wahrscheinlich. Kannst du das einsammeln? Komm mal her. Ressourcen einladen. Das bist eigentlich du. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. Ja, er macht's. Jetzt wird's nach. Na, okay. Ressourcen einladen. Ressource einladen. Was haben wir denn? Was ist denn das hier eigentlich? Was ist denn das? Oberflächenvorkommen. Und was? Polymervorkommen. Das sind Polymere. Guck an, du. Er hat jetzt halt keinen Strom. Den brauchen wir jetzt aktuell jetzt eh nicht mehr. Können ihn sowieso abschalten. Abschalten. Ja. Dann bauen die jetzt hier unsere Solarkollektoren dahin. Wir holen sich von hier. Und dann können wir hier noch, damit die Rakete mal ausladen. Die ist ja noch vollgeladen. Die ist ja noch voll. Machen wir ein kleines Lager. Universallager. Das setzen wir hier mal hin. Haben wir Platz. Und dann laden die die Rakete aus. Wo sind die kleinen Biester eigentlich jetzt? Ach, da sind sie doch. Die muss man erstmal finden, ne? So, die muss man erstmal finden. Ich mach mal ein Stück. Nee, machen wir nicht ein Stück schneller. Wir machen nämlich erstmal hier eine Forschung noch in dieser Folge. So. Hier haben wir den Forschungsbaum. Wie ihr seht, seht ihr nicht. Ihr wisst nicht, was da ist. Ja, das ist das, das ich unseren gewählten Schwierigkeitsgraden ausgesucht, was wir am Anfang an bekommen haben. Das ist der Tiefenscan und das ist die Metallextraktion aus der Tiefe. So, und dann haben wir dann hier Forschung. Wir sehen, 100 Forschungspunkte kriegen wir pro Sol, also pro Tag. Wir können das aber auch noch steigern durch Auslagern, Forschungslabore, Wissenschaftsinstitute, geniale Kolonisten etc. Und hier ist eigentlich eine Queue, ein Ablauf. So, ich sag jetzt mal, was war das? Ingenieurswesen? Neues Gebäude, nein, brauchen wir überhaupt nicht. Drohnenhubs werden mit 2 unterschiedlichen Drohnen gebaut. Das Maximum an Drohnen wird auf 80 erhöht. Nee. Sensortürme brauchen keinen Strom mehr. Eigentlich müssen nicht gewartet werden. Die sind zum Erforschen von, was ist denn da in der Nähe so in der Art, sozial? Ingenieure und Geologen erhalten sie hin, wir haben noch keine Leute hier. Ja, ich sehe, die Forschungskosten 1000. Das sind 10 Tage. Bist du hier oben? Neues Gebäude, Farm, produziert Nahrung. Das brauchen wir jetzt, das brauchen wir nicht. Mach das mal. Und dann das. So, nee, wir scannen jetzt noch nichts. Wir gucken dann mal. Jetzt sehen wir hier unsere Sonnenkollektoren, die gebaut werden. Gucken den kleinen Kerl mal zu, da. Solaranlagen, zack. Ist eigentlich schon wieder Tag. Will die Anzeige unten. Ein Tag auf der Erde entspricht etwa 25 Stunden auf dem Mars. Stunde 21 von Sol 1. So, Batterien haben wir noch nicht. Das macht aber nichts. Was wir aber jetzt hier nochmal legen. Also jetzt natürlich nichts. Kommt gleich. Wir tun jetzt mal noch hier Stromkabel. Die verbinden sich selber so in der Art. Ja, wir gehen also hier mal lang. Da hoch, seht ihr das? Da lang. Jetzt sollen sie bauen. So, schnipp, schnipp, schnipp darüber. Können wir denn schon... Ja, der braucht Beton. Nee, warte mal, wo ist er denn? Da. Kosten 3 Beton. 2 Polymere, Wartung 1 Polymer. Könnten das natürlich hier, kann ich den drücken, also drehen? Ja. Könnten das so machen. Halt, nochmal ein. So. Ich steuern? Jupp. Alles klar. Das sollen sie bauen, der fährt jetzt los. Ja, den habe ich ja da hingeschickt, aber. Alter. Alter, was haben wir hier? Transportroute einstellen. Ja gut, Transportroute ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, wenn ich jetzt unterschiedliche Basen hier habe und die müssen immer was abbauen, wenn ich hier drüber was abbaue, was ich hier brauche, kann man Transportrouten einsetzen. Das ist nicht schlecht. Na, dafür sind die Dinge eigentlich gedacht. Ah, das hier unten. Ach, du baust ab. Guter Mann. Was baust du eigentlich ab? Kann ich dich sehen? Drohne Nummer 2. Ich sollte denen mal Kabel geben, Kabel, Namen geben. Metallvorkommen. Metalle. Verteilte Metall. Okay.
Was sagst du mir? Warte mal, helft diesem Gegenstand an der Schnellleiste an, Baumann. Your first radio host choice with the best radio voice. Yes, with the best radio voice here on Mars. Das hier ist Material, was sie dahin geschafft haben, damit das dann fertig gebaut wird. Kennt man ja. Gell? Kennt man ja. Machen wir ein Stück schneller. Die laden die Rakete aus. Was ist da eigentlich noch drin? Nicht mehr viel. So, jetzt seht ihr hier. Tanke 0 von 60. Sammle Exportgüter 0 von 30. Metall ist nicht mehr drin. Also ja, müssen das Ding ja voll tanken irgendwie. Er baut die Akkumulatoren. Den haben wir abgeschaltet. Jetzt kommen wir natürlich schlechter hinten hin an das Wasser. Was bist denn du hier eigentlich? Ah, du bist ein Betonvorkommen. Alles klar. Und du hier auch, ne? Betonvorkommen. Und was warst du? Du warst auch ein Betonvorkommen. Da können wir doch hier eigentlich nochmal schauen. Produktion Betonextraktor. Das etwas dichtere Weiß, das eine ist ein bisschen blau, da geht dann so ein Abbauarm da raus. Der bewegt sich in diesem Rahmen. Guck mal, keine, ja, Kabelverbindung macht nichts. 345, da seht ihr das recht. 376. 389. Qualität niedrig, das macht ja nichts. So, soll er abbauen. Wir halt mal ein bisschen längeres Kabel da hinziehen. Das ist jetzt nicht das Problem. Der ist ja abgeschaltet. Und dann tun wir hier noch ein Kabel hinziehen. Strom. Kabel. Quer über die. Gehen wir so. Schade. Muss das so? Kann ich nicht so. Da ist die natürlich jetzt im Weg, ne? Dann machen wir das mal so. Können wir nämlich nebendran auch noch abbauen. Das sollte funktionieren. Was kostet eigentlich so ein Kabel? Uah. Metall. Habe ich denn da jetzt hingesetzt? Ah. Ressourcenübersicht bauen wir hier weg. Alter, jetzt habe ich aus Versehen da ein Kabel hingesetzt, ne? Zack. Zum Löschen. So, alles klar. Das ist. Was bist du? Du bist Metallvorkommen. Du bist. Kann ich anklicken. Alles klar. Da haben wir jetzt ja hier noch Polymervorkommen, das ist ja in Ordnung. Gut, der ist abgeschaltet, das Bouncer. Er chillt hier ein bisschen rum. Übrigens, die Autos, lassen wir da hinfahren. Der hat ja hier auch, das sind alles Elektro. Ne? Hier seht ihr, Batterie, ist eine Batterie. Wenn man den also quer durch die Botanik hier schickt, die Batterie werden pro Stunde 2% entzogen, dann ist das schlecht, ne? Wenn der irgendwo stehen bleibt. Blinkst du hier rum? Stopp mal, warum blinkst du? Ja, weil die Batterie alle ist. Ja, die Batterie alle ist. Das uns dann sagt, so letzte Amtshandlung für heute, es gibt nämlich hier irgendwo eine Ladestation für die kleinen Kerlchen. Aufladestation lädt die Batterien von Drohnen wieder auf. Sollten wir vielleicht mal bauen, und zwar mit einer hohen Priorität. Zack. Priorität 3. Bitte baut die mal. Solange ihr noch Strom... Was passiert jetzt eigentlich, wenn die keinen Strom mehr haben? Wie baue ich denn dann was? Ist das schon aktiv? Ja, da, seht ihr das? Das Ding da. Der hantiert jetzt hier rum und macht das hier weg. Ja, das sieht aus wie so ein Abschaber oder sowas in der Art. So, macht mir hier mal wieder eure Aufladestation, bitte. Ihr habt euch eine Priorität von sonst was gegeben. Mal Gas. Ah, da kommt einer. Der bringt jetzt schon was. Bumm, das war's. Nicht funktionierende Gebäude. Das ist jetzt wegen Strom, nicht funktionierende Gebäude. Wir erzeugen, ich gehe mal hier hin. Kann man das hier sehen? Volkswagen-Gebäude, Sensorturm. Nein, brauchen wir jetzt nicht. Geh mal weg. Kann ich das sehen? Tönische Produktion natürlich jetzt 0. Gesamtbedarf 5,2. Was nicht geht, dass Strom aufgeteilt wird und zum Beispiel ein Gebäude nur 50% der Leistung hat, weil weniger Strom da ist. Nee, wenn ich den Strom für ein Gebäude nicht liefern kann, zu 100%, ist dieses Gebäude off. Ja, wichtig zu wissen. Also das wird nicht irgendwie verlangsamt oder so. Es ist dann einfach off. Ja. Gut, alles klar. Ich bedanke mich, wenn ihr vorgeschlagenes Gebäude Drohnen habt. Jetzt nett. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
Und dann schauen wir mal, wie wir ans Wasser kommen. Die Rakete ist leer. Okay, danke, bis dann. Ciao, ciao.